ist in Paris angekommen und ich weiß ganz genau, warum hier so ein Schild steht, weil der Christian zum Beispiel hier in Paris auch schon mal hart verarscht und abgezockt wurde. Und ich glaube sogar, das war ein echter Taxifahrer. Also nur Taxifahrern trauen, weil auch die verarschen einen hier in Paris. Also hier vorne ist der Taxistand und da vorne kommt das erste Taxi an. Das ist schon ganz schön geil. Guck mal, wie viele Leute da stehen. Kann man ja machen. Also eine Stunde anstehen für ein Taxi möchte ich jetzt nicht. Deshalb fahren wir einfach mal mit der U-Bahn. Hier ist meine Lieblingsstelle in ganz Paris. Also die Franzosen sind ja schon verrückt, aber hier spiegelt sich das nochmal ganz, ganz stark wieder. Denn man kann sich quasi angucken, also ich möchte das einfach mal zeigen. Also hier fährt halt jeder durcheinander, wie er will. Die wollen darüber, die wollen darüber. Dann hat man da noch einen Mopedfahrer dazwischen, der smart, der quetscht sich dann jetzt auch mal hier so rein. Das ist einfach, also in Deutschland würde das überhaupt nicht geben. Das wäre Mord und Totschlag in Deutschland. Und hier, ja, keine Ahnung, also Fahrradfahrer habe ich hier gerade auch noch zwischen gesehen, so wie den da vorne, also das ist echt Mord und Totschlag. Ich bin aber sehr gespannt, was das Event so gleich zu bieten hat und vor allem dieser Vlog wird sich aber mehr um Paris drehen, alles andere drumherum, schauen wir mal. Alles Mafia hier. Alles Mafia mit Weinflaschen und die rennen hier alle rum wie die Bekloppten. Und dann stehen die da alle am Eingang, ja, da vorne und quatschen jede Sau an, ob die nicht hier was zu suffeln haben wollen und verkloppen die da teuer. Und da stehen sie auch am Eingang, alles Mafia. Die Bauzäune sind hier nur, um Leute abzufangen. Und die anzuplappern, ob die nicht was zu trinken haben wollen. Ja. Mafia! Wein, Champagne, Bier? No, thank you. Schon wieder einer von der Mafia. Ich weiß nicht, was hier läuft. Dieser gute Mann, der uns hier das Bier verkauft hat für, was haben wir bezahlt? 4 Euro haben wir für eine Flasche bezahlt. Wir hätten es auch für 3 haben können, aber ich hatte nicht mehr Geld. Aber danach hat er uns noch nett gefragt, ob wir noch Pep haben möchten. War ganz sympathisch, hat aber leise und dezent. Also, weiß ich nicht. Vielleicht sehe ich so aus, er mochte meine Haare, hat er gesagt. Vielleicht, weil er gedacht hat, hier kann auch ein bisschen Pep loswerden. In der letzten Minute kamen 5 Leute an. Alle? Die sehen ja auch nicht, dass der andere vor einem vor 30 Sekunden oder 10 Sekunden nee gesagt wurde. Also ganz komisch und hier wird auch komisch und werden auch komische Sachen gemacht. Naja, aber das war's für heute und mal gucken, wie der Tag morgen wird. Und hier am Louvre, da werden auch alles Ramsch verkauft. Das ist alles Abzocke hier. Das hab... Nee, das verstehe ich nicht. Und hier am Louvre wird man alle 2 Meter angelabert, ob man nicht entweder für 15 Euro ein Polaroid-Foto machen möchte oder aber Tickets für den Louvre kaufen möchte. Wenn man über 26 ist, kommt man natürlich for free rein, hat er mir gerade gesagt. Also, es war nicht nur einer, sondern 8 Stück, die mich jetzt innerhalb von 5 Minuten angelabert haben. Hier ist auch eine hohe Schlagzahl. Guck mal, da sitzt die FIFA. Da wandern die ganzen Schmiergelder hin. Kein Wunder, dass die so ein geiles Gebäude haben. Viele von euch haben bestimmt Sakrileg gelesen oder den Da Vinci Code geschaut, wo es darum geht, was denn der Heilige Gral ist und wer von Jesus abstammt. Und im Film wird einem weisgemacht, dass es so eine Sophie sein soll. Aber natürlich wissen wir alle, dass Gottes Blut im heiligen Chris weiterlebt und Chris ein direkter Abstammvater von Jesus ist und somit Gottes Blut in seinen Adern fließt. Ja, und dann wollen sie einem hier auch noch verkaufen, dass hier so ein Van Gogh da auf einmal hängt, ja, am Arsch. Für 15 Euro. Aber an sich sind die Souvenirläden hier auf jeden Fall deutlich sympathischer. Oh, was ist das denn cooles? Deutlich sympathischer als die ganzen komischen Teppichhändler, die dich alle 2 Sekunden ansprechen. Und das sieht alles irgendwie auch authentischer aus. Das ist schon, so mag ich das.
Jetzt geht's zur Sacré-Cœur. Das ist die Sacré-Cœur. Da. Schick, ne? Hier ist auf jeden Fall wieder alles Fisch. Hier stehen überall welche an den Ein- und Ausgängen. Over. Und hier rennt irgendwo die Armee gerade rum. Und die kam wohl in die Richtung. Und dann haben die ganz schnell die Teppiche, die diese auf dem Boden haben, können die einfach mit zwei Fäden so zusammen, wie so ein Rucksack. Und dann machen die den Abgang. Da unten laufen sie gerade. Na? Da sind sie mit ihren Beutelchen. Warten, bis die weg sind. Und dann stellen sie sich wieder auf. Super geil. Und die zwei Scouter da vorne, die sagen jetzt allen Bescheid. So Leute, die kommen gleich. Macht mal die Düse. Jetzt gehen die zu dem auch und sagen, so Junge, mach so 2 Minuten. Und zack, packt da ein. Und dann gehen weiter und sagen den nächsten Bescheid unten. Also er hat mir gerade am Arm gepackt und meinte, mir unbedingt da dieses Ding da anhängen zu müssen. Der patscht jetzt auch dieses kleine Mädchen an. Und nee, also das ist schon ganz schön unangenehm, wenn er dich da anpackt und sagt, so, du kriegst jetzt aber. Nee, nee. Ich hoffe, mein kleines Aufklärungsvideo hat euch gefallen. Und naja, Mafia und alles ist hier auf jeden Fall ein Thema mittlerweile in den letzten Jahren hier in Paris. Vor 8 Jahren, wo ich hier war, da gab es das alles noch nicht und das hat sich alles mit der Zeit entwickelt. Ja, ich würde sagen, lasst eine Bewertung da für mich und Quasimodo ist nur eine Erfindung von Disney und den gibt es gar nicht.